Wird die Insel explodieren? Wird das grüne Gas verschwinden? Wird Jeb je wieder gesund und wird Mina jemals von der Insel wegkommen? Wir werden es vielleicht ja noch in diesem Part erfahren oder auch nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch eine Probe von Jeb geholt und zack ist sie auch schon wieder leer. Das geht nämlich irgendwie ganz schnell. Warum geht das so schnell? Und warum kann ich hier eigentlich nicht... Muss ich hier noch was reintun? Ja, damit ich nämlich was gucken kann. Das Okular natürlich. Ach, ich bin ja so ein Dussel. So, das sind die kranken Zellen. Das Gas ist noch drinne von Jeb, weil das ist ja, habe ich schon reingetan gehabt und gereinigt jetzt. Ich drehe mal am Rad. Ich drehe am Rad. So. Ja, da hat sich natürlich jetzt wahrscheinlich nichts geändert. Wenn ich dieses grüne Zeug beseitige, kann ich Jeb bestimmt heilen. Okay, wie machen wir das? Hm? Hast du dazu auch eine Idee oder muss ich wieder alles machen? Da ist es noch da. Aber du musst es, glaube ich, dazu drehen, genau. Also blau hilft nicht. Gelb dazu packen. Vielleicht passiert ja irgendwas. Man weiß, ob das was bringt. Jetzt mal pink hier. Pink dazu drehen. Ah! Geschafft! Ich habe das Gas gefunden, das das Grüne neutralisiert. Ah. Nanu, die Zellen sterben ab. Oh. Ich hatte Unrecht. Das grüne Gas greift das Leben nicht an. Es schützt es. Aber woher stammt dann der Ursprung allen Übels? Von außen. Wow. Sie sind tot, oder nicht? Mein Körper liegt am Strand, wo du ihn begraben hast. Mein Bewusstsein verweilt in meinem zerstörten Schiff. Hör genau zu, mir bleibt nicht viel Zeit. Die Krankheit, die unsere Insel zerstört, wird durch Mikroorganismen verursacht. Der Wind hat sie hierher getragen, nachdem der Schild durchbrochen wurde. Mikroorganismen? Mikroorganismen. Du hast sie unter dem Mikroskop gesehen. Aber warum haben sie mich nicht befallen? Weil du aus der Außenwelt stammst, genau wie sie. Dein Körper ist resistent. Aber die Pflanzen und Tiere auf der Insel wurden 150 Jahre von der Welt abgeschnitten. Sie haben den neuen Bedrohungen nichts entgegenzusetzen, die dort aufgetreten sind. Dann ist der grüne Nebel... Er lähmt und zerstört die Mikroorganismen. Das ist die Antwort von X auf einen solchen Angriff. X, der erste Herrscher über diese Insel, der den Vulkan gezähmt und den Motor gebaut hat. Dieses Land war sein Garten. Er wollte ihn schützen. Sobald seine Apparaturen eine Bedrohung entdecken, produzieren sie ein Heilmittel. Heilmittel? Aber die Pflanzen sterben, genau wie die Tiere. Und Jeb wird auch sterben. X hat einen Angriff von solch einem Ausmaß nicht vorhergesehen. Seine Maschinen produzieren nicht genügend Gas. Gibt es denn keine Hoffnung mehr? Doch. Wenn der Schild wieder hochgefahren würde, würde die Invasion gestoppt. In einem abgeschlossenen System wäre die Gasproduktion hoch genug, um die Mikroorganismen zu vernichten. Die Insel wäre gerettet. Wenn ich den Schild wieder aktiviere, muss ich hier bleiben. Ich habe alles getan, um dir zu helfen. Trotzdem kann ich dir die grausame Entscheidung nicht abnehmen. Diese Insel ist mein Vermächtnis. Du kannst es ablehnen oder annehmen. Leb wohl, Mina. Oh. Boah, krass, der grüne Nebel, der ist gar nicht giftig. Der schützt die Insel und so. Das ist ja der Hammer. Aber was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und was mache ich mit Jeb? Jeb. Ich gehe mal hier dahin, wo das Piepen herkommt. Das anscheinend nicht von hier kommt.
kommt das denn jetzt? Wahrscheinlich von der Schaltdings, ne? Ja. Dieses Alarmsignal. Das ist bestimmt der Rettungshubschrauber. Wenn ich die Insel verlassen will, muss ich schnell auf den Strand hinaus. Aber will ich das wirklich? Wenn ich den Schild aktiviere, bleibe ich auf der Insel. Ohne menschliche Gesellschaft. Wie Nemo damals. Kann ich das wirklich alles aufgeben? Muss ich das jetzt entscheiden? Oh nö, ne? Ich denke, wenn Jepp noch lebt, dann ist sie ja nicht ganz allein. Aber natürlich ist so ein Affe als Gesellschaft auf Dauer auch irgendwie scheiße. vielleicht... Ich weiß nicht, aber wenn sie weggeht, dann stirbt Jepp ja. Das können wir doch nicht machen, oder? Ich meine, ich wollte schon immer mit Mina ja weg hier von der Insel. Und ich denke mal, ihr habt euch das auch so vorgestellt, dass das Ende besteht, dass sie da im Helikopter sitzt und yeah, endlich bin ich weg. Und jetzt ist das so frustrierend alles, weil dann bringen wir ja den Jepp um. Das können wir doch nicht machen. Aber sie ist doch auch irgendwann mal hierher gekommen. Ja gut, da war der Schild wahrscheinlich dann auch schon wieder deaktiviert oder so in der Zeit, wo sie hierher kam. Weil irgendwie hat sie es ja auch geschafft. Vielleicht ist das Glück ja da, dass sie irgendwann nochmal... Ja. Wenn ich den Hebel denn jetzt runter mache, dann fahre ich doch den Schild aber runter, oder nicht? Und ich will den ja eigentlich hochgefahren lassen. Also es ist doch gar nicht meine Entscheidung. Ich betätige jetzt mal den Hebel, denn ich denke, ich soll doch, oder? Dann fahre ich den Schild jetzt wieder hoch und bleib auf der Insel mit Jepp. Ich bin ein Idiot. Meine Bewegung war zu schnell, der Motor ist aus. Ich bin ein genauso hoffnungsloser Fall wie der Roboter. Oh, jetzt ist sie aber verzweifelt. Es funktioniert nicht. Das Problem ist der Motor. Er muss auf vollen Touren laufen. Dann müssen wir eh wieder raus. Jetzt ist sie stinkig. Naja, wäre ich auch. Ist ja auch frustrierend. Aber wenn der Jepp sowieso stirbt, dann ist natürlich scheiße, dann ist ja Quatsch, hier auf der Insel zu bleiben, ne? Ich werde den Motor nicht abstellen, wo er gerade so gut läuft. Das würde den Vulkan wieder zum Leben erwecken. Also. Oh. Gut, dann läuft er ja wieder. Ich will ja gar nicht zurück. Da will ich hin. Ich weiß nicht. Gibt's jetzt... Man muss ja anscheinend entscheiden, oder? Also... Wir kommen ja hier nicht weiter jetzt, wenn ich jetzt nichts mache, oder? Komm, wir gehen nochmal Jepp knuddeln, weil ich nicht weiß, was passiert. War so schön mit dir. Wir lieben dich, Jepp. Armer Schatz, du glühst ja. Aber Wasser will er ja auch nicht. Oh, es zerbricht mir das Herz. Dass er so krank ist und ich dem nicht helfen kann. Das ist voll scheiße. Länge 150 Grad 30 Minuten, Breite 34 Grad 57 Minuten. Auf dieser Position ist nichts zu sehen. Wiederhole, kein Land in Sicht. Verstanden, ich kehre um. Ende.
Glückwunsch, du hast die Rückkehr zur Garnis von Insel 2 erfolgreich beendet, aber die letzte Wahl war schwer. Bereust du sie bereits? Nein, ich übernehme die volle Verantwortung für meine Entscheidung. Ich möchte nochmal wählen. Ich würde gern wissen, nur aus den Gründen. Also ich finde das toll, der Jepp scheint immer noch dann zu leben und beiden geht's gut. Es ist nur für Mina voll scheiße, dass sie halt nicht wieder zurück zu Menschen kommt, zur Zivilisation irgendwie und die schwere Entscheidung. Aber jetzt wollen wir ja wissen, was passiert, wenn wir das anders machen. Und etwas, was ich mich auch frage, ist, dass ich ja den Tipp bekommen habe, dass ich ja Proben nehmen könnte von den anderen Tieren. Und ich will jetzt mal wissen, ob es wirklich die Möglichkeit gibt, weil wenn ich das jetzt nicht weiß, dann würde ich es offline machen, weil ich will das wissen. Wenn ich nach Hause möchte, muss ich durch diese Tür gehen und meinen Rettern entgegenlaufen. Ach so. Dann kann ich wahrscheinlich so oder so gar keine Probe mehr nehmen, ne? Weil wir können kein Gegengift mehr, wir können kein Gegengift mehr entwickeln. Und von daher ist das, ja. Das war's dann mit Jepp. Den lassen wir ja dann einfach zurück, ne? Oh, das ist aber bitter. Den da einfach jetzt liegen zu lassen. Aber wir machen das jetzt mal. Ich habe mich für das andere entschieden, aber wir wollen jetzt mal wissen, wie sieht's aus, wenn sie das macht. Aber zuerst muss ich Jepp finden. Ohne ihn gehe ich nirgendwo hin. Ah, okay. Kann sie den dann, aber der stirbt doch dann. Ohne das grüne Gas stirbt er doch. Oder? Das glaube ich nicht, dass der das überlebt. Das wäre doch sehr, sehr schlimm. Vielleicht könnte man, ja, vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der ihm helfen kann. Dann wäre das natürlich das Optimale. Jetzt streiche ich ihn, na egal, ist auch okay. Wäre das ja das optimale Ende natürlich, wenn irgendjemand ihm helfen könnte, aber... Armer Schatz, ich bezweifle das aber. Komm her, Baby. Was auch immer passiert, wir bleiben zusammen. Genau, jetzt sind die beieinander. So, das hätte ich sowieso gleich mal tun sollen. Und dann gehen wir mal zusammen jetzt hier des Weges entlang. Mal gucken, was passiert. Du musst durchhalten, Jepp. Sie werden uns holen. Und dann werden wir ein Heilmittel für dich finden. Stimmt etwas nicht, Delta 4. Der Strand ist mit einem grünen Gas überzogen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Als wäre die Insel einem Gasangriff zum Opfer gefallen. Wie lauten meine Befehle? Ende. Verstanden, Delta 4. Ich wiederhole, kein Risiko eingehen. Ich kehre um. Ende. Glückwunsch, du hast die Rückkehr zur Garnis von Insel 2 beendet. Ja, volle Verantwortung, bla bla bla. So sieht's also aus, wenn man das andere Ende wählt. Das ist ja wohl total doof. Dann kommt sie nicht von der Insel weg. Die Retter fliegen wieder weg wegen dem doofen Gas und Jepp stirbt. Und sie ist ganz allein auf der Insel. Das ist ja wohl total doof. Also, nee, da nehme ich natürlich viel lieber das andere Ende. Und von daher... Ja, ich will jetzt nochmal und nochmal. Und währenddessen erzähle ich einfach mal, wie ich das Spiel jetzt so fand, weil ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich
sage, ich will diese Entscheidung und ich will diese Entscheidung nicht, ich finde diese Entscheidung doof, dann, wenn sie schon hier auf der Insel bleiben muss, dann natürlich, dass es ihr gut geht. Und wo ist denn jetzt dieser Doofe da? So, drückst du den Schalter. Ich werde den Motor nicht abstellen, wo er gerade so gut läuft. Das würde den Vulkan wieder zum Leben erwecken. Nein, wir bleiben dabei, dass wir auf der Insel bleiben, weil wir haben ja anscheinend eh keine Wahl. Und dementsprechend bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir haben es geschafft. Wir haben die Rückkehr zur geheimnisvollen Insel geschafft. Und wir knuddeln jetzt nochmal den Jepp. Alles so wie auf Neustart. Wie fandet ihr es? Ich fand es viel länger. Und es war ja auch viel länger als der vorige Teil. Armer Schatz, du glühst ja. Komm mal dann zusammen. Komm her, Baby. Genau, und der Jepp, der war immer so süß in dem Spiel. Und man konnte ihn ja diesmal auch spielen. Was vorher ja gar nicht ging. Wenn ich den Schild aktiviere, kann ich das wirklich... Ja, ich übernehme die volle Verantwortung für meine Entscheidung. Nein. Doch. Deine Leistung, enthaltene Punkte, Problembewältigung 671, verlorene Punkte Stolz. Dies waren die 10 Punkte, Endpunktestand 661, drücke die Leiste, fortfahren. Ah, okay, und jetzt haben wir auch den Endscreen. Gut. Also, es war viel länger, es war viel schwieriger von den Rätseln. Es war teilweise kompliziert und man musste Umwege gehen und immer wieder zurückgehen. Und wenn ich ehrlich bin, wollte ich so beim Fast-Ende Parts, also so bei Part 25 oder so, ab da so, da wollte ich dann auch eigentlich wirklich fertig werden. Und da war es mir dann auch egal, wenn ich mich manchmal irgendwie gespoilert habe oder da irgendwie lösungsmäßig mir geholfen habe, was ich jetzt als nächstes machen soll. Weil es wären ja wieder dann immer wieder 10 Minuten irgendwo draufgegangen, weil ich nicht weiter wusste. Und dann hat der Spannungsbogen aber doch wieder so angezogen, dass es so... Jetzt mit den Zellen und der Krankheit und dem grünen Nebel und der grüne Nebel ist jetzt doch nicht giftig. Und das fand ich total gut. Das Ganze basiert ja auf diesem Buch von Jules Verne. Und ich habe das halt nie gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch dann sehr, sehr gut geschrieben war und spannend war. Und die Ideen doch sehr komplex, was man halt dann von so einem Spiel vielleicht gar nicht erst erwartet. Und das fand ich wiederum ziemlich gut. Eigentlich müsste es ja schon einen dritten Teil jetzt geben, weil die Frage ist, was ist jetzt aus Mina und Jepp dann geworden auf der Insel? Beziehungsweise das andere Ende, da wäre Mina ja auch alleine auf der Insel geblieben. Also könnte man sich ja fragen, was aus ihr geworden ist. Sie da jetzt ursteinalt und töpfert weiter Vasen? Ja, wir hatten eine Menge zu tun, wir haben eine Menge immer erledigt. Wir haben andere Affen getroffen und Affenbabys gerettet und alles Mögliche erlebt, das wisst ihr alles selber, die das jetzt geschaut haben. Und ich bin froh, dass das Spiel zu Ende ist, aber ich bin auch froh, dass wir es gespielt haben. Also, dass ich jetzt weiß, was dahinter steckt. Und fand es, wie gesagt, am Ende doch spannend. Also, und das war auch sehr eine wirklich schwierige Entscheidung. Bleibt man auf der Insel oder nicht? Aber wir haben jetzt beide Enden gesehen. Von daher wissen wir, was uns erwartet hätte. Und so lebt der Jepp. Und das ist ja das Wichtigste, dass unser Jepp noch lebt. Und von daher würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Spiel. Einige von euch wissen wahrscheinlich, was jetzt hiernach kommt. Und andere lassen sich einfach mal überraschen. Nochmals danke fürs Zuschauen. Hinterlasst mir doch einen Kommentar oder einen Daumen hoch. Würde mich freuen. Schreibt mir rein, wie ihr es fandet. Vielleicht auch im Vergleich zum ersten Teil. Findet ihr es gut, dass es länger war? War es für euch interessant oder langweilig oder weiß ich nicht. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüssi.